Aha, ich habe wieder ein großes Buch dabei. Die Fahrt der Beagle von Charles Darwin. Ich habe auch wieder ein paar Marker, aber auch gleich wieder der Hinweis, am besten gleich nochmal vorne gucken, man wird es von hier hinten nicht ganz so gut sehen. Ich fand es sehr schön, dass der Franz vorhin gesagt hat, er wusste gleich, dass er das Buch vom Land hier vorstellt. So ähnlich ging es mir nämlich hier auch. Ja, manchmal ist man ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort und so war das in diesem Fall eine Autofahrt und zur richtigen Zeit auch mal das Radio angemacht, nämlich HR Info. Und HR Info sendete ein Feature und ein Hörspiel aus den 90ern zur Wiederauflage im Theiss Verlag in illustrierter Version von Charles Darwin, Die Fahrt der Beagle. Und ja, ich war sofort dabei. Ich kannte das Buch nicht, obwohl es schon 175 Jahre alt ist. Und dachte, toll, das ist genau das für heute Abend. Ich war total gespannt, als es dann so 6 Wochen später tatsächlich im Laden war und habe das angeguckt und dachte, ja, das zeige ich Ihnen heute. Ja, jetzt zum Buch. Es ist einfach wunderschön und zeitlos. Charles Darwin kennt ja jeder. Und ja, mit seinem Buch über die Entstehung der Arten ist er ja schon einer der bekanntesten Autoren weltweit und hat ja nachhaltig auch unsere Welt dadurch verändert. Bis er diese Theorie 1859 veröffentlichte, war es für ihn ein weiter Weg und das sprichwörtlich. So begab er sich nämlich im Alter von 22 Jahren an Bord der Beagle und das war 1831. Er hatte noch nicht studiert, er wusste auch nicht so ganz, was er mit seinem Leben anfangen sollte, deswegen dachte er, ach, so eine Bötchenfahrt, das wird es schon richten. Mit Unterbrechung war es dann eine Forschungsreise über 5 Jahre, bei denen er unglaubliche 1500 Tier- und Pflanzenpräparate mitbrachte, alle in Spiritus eingelegt. Rund 4000 Felle, Häute, Federn, Fossilien, Knochen und Gesteine. Da war ich erstmal baff. Auf so einem Boot. Und die Herausgeber des Buches haben eine sehr schöne Beschreibung, finde ich, dazu gemacht. Darwins Bericht von seiner Fahrt mit der Beagle ist nicht nur das wichtigste Reisebuch der Weltliteratur, sondern gleichzeitig auf die Aufzeichnung eines noch jungen Mannes, der die Welt erkundete, um sie und uns alle später zu verändern. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine Berechtigung, dass man das Buch im Jahr 2016 nochmal wunderbar illustriert auflegt. Und um das jetzt mal kurz ein bisschen zu demonstrieren, habe ich ein paar Marker gesetzt. Und zwar, man sieht hier jetzt so einen Kasten und das zeigt so ein bisschen diese Detailverliebtheit der Herausgeber. Man findet nicht nur den Reisebericht, sondern auch immer noch Hinweise zu Darwins Zeit oder zum Verlauf der Reise. Das ist dann immer in so einem Kasten gekennzeichnet. Dann ist es hier, beginnt jedes Kapitel sehr schön so ein bisschen illustriert, so im leichten Beige-Ton, so eine Kompassnadel noch dabei, beginnt immer mit einem Tagebucheintrag, damit man weiß, auf welcher Route man sich gerade befindet. Dann gibt es wahnsinnig tolle Zeichnungen, damit man sich auch die Exotik der ganzen Reise vorstellen kann. Ganz, ganz fremde Tiere, fremde Kulturen. Also fand ich auch sehr eindrucksvoll. Und was mir sehr gut auch dabei gefallen hat, ist der Bogen, den die Herausgeber geschlagen haben. Denn es sind ja nicht nur so alte Sachen, sondern es sind auch einfach zeitgemäße Fotografien, die das alles nochmal unterstützen, dass es ja auch heute noch zum Teil so aussieht, was er dort vorgefunden hat. Und um das Ganze schön abzurunden, damit man auch weiß, wo die Beagle überall lang gefahren ist, gibt es natürlich auch eine Weltkarte. Und hier in dem Bereich waren sie hauptsächlich unterwegs, also runter ins Feuerland und so weiter. Und hier in der Legende sieht man auch farblich eingezeichnet die einzelnen Routen mit den Jahreszahlen, dass man auch weiß, wie lange die da wirklich unterwegs waren, weil es war ja ein Segelboot und die hatten ja noch keinen Motor. Ja, also ein Buch. Sie merken, ich bin hemmungslos begeistert. Für jeden, der schöne Bücher mag, natürlich auch für Reisebegeisterte, Entdecker, Neugierige. Ich denke auch sehr gut für Kinder geeignet, also wer da irgendwie so einen Wissensdrang hat. Eigentlich ein Buch, was in keinem guten Haushalt fehlen sollte.